Ich habe hier eine Funktion, die soll symmetrisch zu einer senkrechten Gerade x gleich 1 sein. Also folgende Situation: Koordinatensystem. Ich habe die Gerade x gleich 1, das ist eine senkrechte Gerade bei 1, und eine Funktion, die irgendwie die symmetrisch dazu sein soll. Also mache ich folgendes: Ich verschiebe die Funktion um 1 nach links und dann müsste meine neue Funktion symmetrisch zur y-Achse sein. Also, ich verschiebe f von x um 1 nach links. Also berechne ich f von, Sie erinnern sich, wenn man nach links verschiebt, dann wird ein Plus in der Klammer draus, das heißt, ich brauche f von x plus 1. Das ist f von x plus 1 heißt minus, statt jedem x schreibe ich ein x plus 1, also Klammer, x plus 1 Quadrat plus 2 mal und statt dem x schreibe ich wieder ein x plus 1. Gibt minus binomische Formel x Quadrat plus 2x plus 1 plus Klammer aufgelöst 2x plus 2. Minus vor der Klammer ändert alle Vorzeichen. Minus x Quadrat minus 2x minus 1 plus 2x plus 2 gibt minus 2x plus 2x fällt weg und mir bleibt übrig minus x Quadrat minus 1 plus 2 sind 1. Die neue Funktion, die verschobene Funktion, die ist aber symmetrisch zur y-Achse, weil sie nur gerade Hochzahlen hat. Ich könnte es auch beweisen, ich könnte sagen, f von minus x gleich f von x, ist aber unnötig. Ich sagte, ist symmetrisch zur y-Achse, da nur gerade Hochzahlen auftauchen. Eben alternativ der Beweis wäre, ich müsste jetzt noch zeigen, f von minus x wäre das gleiche wie f von plus x. Ja, könnte man. Da ich nur gerade Hochzahlen habe, ist die verschobene Funktion symmetrisch zur y-Achse. Das heißt, die ursprüngliche Funktion muss symmetrisch zu x gleich 1 sein. Und damit bin ich fertig.